Pete Sampras und schauen wir noch einmal und genießen wir noch einmal diesen Ballwechsel. Hinter dem Rücken diesen Ball zu spielen. Ein echter Künstler. Kommt sein Aufschlag, stimmt sein Spiel, dann macht er die Punkte. Aber er liegt hinten weiterhin. Ein Break, um es genau zu nehmen, 2-4. Aussicht des noch in Rheinstetten lebenden Ukrainers. Auf der anderen Seite bislang eine absolut fehlerlose Vorstellung des Pete Sampras. Schön sehen können, dass er diesen Return überhaupt nicht richtig traf, zu spät an diesen Ball herankam. Und dadurch sprang der Ball viel zu hoch ab. Wir nähern uns der 1000 Ass-Marke. Unerbittlich. Sechster Ass des Pete Sampras. Und damit sind wir jetzt bei 997 Assen im Jahre 93 angelangt.
unglaublich sicher, wie Pete Sampras seine Aufschlagspiele durchbringt. Zwei ganze Punkte hat er abgegeben bei eigenem Aufschlag. Einer davon war sogar ein Doppelfehler. Perfekte Darbietung des Weltranglisten. Ersten 5-2 Sampras im ersten Satz. Knapp 22 Minuten gespielt. Es geht hier im Eilzugtempo weiter. In der Frankfurter Festhalle, die heute erneut ausverkauft ist. 5-2 Führung im ersten Satz für den Amerikaner Pete Sampras. Andrei Medvedev liegt hinten mit einem Break. Wer will diesen Mann stoppen? Pete Sampras auf dem Weg ins Endspiel. Schwere Aufgabe für Andrei Medvedev, dieses noch zu verhindern. Ganz knapp im Aus, dieser Return von Pete Sampras. Ich bin gespannt, wann einmal die Returns gemessen werden, was die Geschwindigkeit angeht. Da wird der Pete Sampras sicherlich auch ganz weit vorn liegen. Aber erst einmal Spiel bei Medvedev. Sehr knappe Bälle für Pete Sampras und Andrei Medvedev bringt sein Aufschlagspiel mit viel Mühe durch. Aber eins ist festzustellen, wenn Medvedevs Aufschlag kommt und er danach seinerseits Pete Sampras unter Druck setzen kann, dann ist er erfolgreich. Er muss versuchen, seinen ersten Aufschlag zu platzieren. Er muss versuchen, den Weg ans Netz zu finden. Sonst hat er überhaupt keine Chance. 5-3, Aufschlag Sampras. Thank you.